Heißt, er muss durch das Flammengebiet nochmal durch. Was anderes kann ich jetzt gerade da nicht machen. Das ist das Einzige, wo ich noch nicht war. Hier im Wald war ja die Höhle, um an den Strand runterzukommen. Also darf ich wieder von dem wundervollsten Punkt los, Nordtor. Ja, ihr seid doch eh alle Angsthasen. Dann gehen wir halt später zu Bracchus zurück. Obwohl da unten rechts, in dem Bereich, war ich auch noch kein Mal. Ich glaube, ich komme hier über den Weg auch dahin. Ich hatte Regen vorhin aktiv, habe die Gruppe aufgeteilt. Die Feuerbälle treffen alle aus der Gruppe. Wir schauen einfach mal. Es gibt noch genug zu entdecken und zu tun. Bracchus rennt nicht weg. Das ist echt traumhaft. Ja, ich weiß, dass man Feuerzauber auf Gift macht. You smell like a hero. The hero I've been waiting for. A hero. A hero. I've got a bone to pick. Well, I've got no bones to pick, you see? And that's the problem. My friend and I collected a quite big pile of edibles from these shambling undead. A smorgasbord on feet, I say. But a band of wild wolves chases off of it. If you follow me, I'll lead you straight to them. I bet a hero like you could shake him off in a matter of minutes. I'll lead the way, hero. Hero. Dann zeig mir wohin. Ich helfe gern, Kommissar Rex. I'll lead the way. War's das schon? Nee. Ah, da sind die Wölfe. Ja, durch die Giftebene werde ich durchs Anzünden durchkommen. Aber jetzt lass mich doch mal eben kurz noch das Gebiet durchsuchen, wo wir hinkommen. Was mir aufgefallen ist, sobald ich mal an der Stelle kurz mal nicht weiterkomme, geht Backseat Gaming im Chat um 100% hoch. Dann ist das plötzlich so, als wenn ich mir nicht mal den Arsch abwischen kann.
bin teilweise zu langsam. Dabei finde ich, dass das Tempo eigentlich ganz gut läuft. Nimm das, Wolf. So, und jetzt einmal Wirbelattacke. Your head will spin faster than my blade. Nicht sterben, Vago. Ich wüsste nicht, dass Friendly Fire in irgendeiner Form an ist. Ich hatte auch in Erinnerung, dass Friendly Fire an ist, aber irgendwie ist es nicht. Und was soll ich jetzt machen? Ich habe den vorgegebenen Schwierigkeitsgrad genommen. As good as the new penny. Ach, da leben ja noch zwei. Wo sind die? Ach, da ganz hinten. Nur auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad ist das an. Ja. Und ich habe den normalen genommen, nicht den Entdeckermodus, oder wie er heißt, wo du überhaupt nichts mehr machen musst, weil Kämpfe super einfach werden. Sondern der Schwierigkeitsgrad, wie die Entwickler sich das vorgestellt haben früher. Übrigens habe ich gestern, weil ich Ubisoft Valhalla gesehen habe, eine neue Partie aufgemacht für Assassin's Creed Odyssey. Odyssey. So. Und dabei ist mir wirklich aufgefallen, weil ich gestartet habe mit Cassandra, dass das Spiel wirklich auf den weiblichen Charakter ausgelegt ist. Wo ist denn jetzt Vigo hingerannt? Tja, komisch. Alles gut, Hund, ja? Muss hier nicht austicken auf meinem Schoß. Deshalb sitze ich so ein bisschen verkrampft, weil der Hund auf meinem Schoß sitzt. Ja, genau du. Willst du wieder runter? Dann komm her. Oh, schwerer Sack. Oh, jetzt kühl erstmal deinen Bauch, weil ich war ja auch warm. Ach, der ist ja immun gegen Gift. Ja. Weiß nicht, der schlauste Moment.
Dafür brauchst du 4. Ja, schlag mich doch. Sweet relief. Selbst jetzt mache ich bei meinem Verbündeten keinen Schaden mit dem Rundumschlag. Obwohl der verzaubert wurde. Ah ne, die Verzauberung hat aufgehört schon. Unten die Zacken bei den AP. Ich habe aber keinerlei Mods drauf. Es ist alles Vanilla. I've always been a cut above the rest. Geh mal näher ran. War ich doch mal ein bisschen besser aus, Schurke. Saug, saug. Oh, ich hasse diese Schusswinkel einfach, ne? Ist halt super ätzend. Krieg die einfach nicht in eine vernünftige Position, um anzugreifen. Weil es hier hoch geht. Tschö, Enkelrod, bis dann. Im Chat. Irgendjemand macht sich zu essen hier in der Nachbarschaft. Sollte damit auch mal aufhören, jetzt kriege ich Hunger.
Sweet relief. So, dit war's. Nein, Köchin Sabrina ist heute nicht da. Köchin Sabrina ist zu Hause. Weil Köchin Sabrina HNO-Arzttermin hatte. Und jetzt leider Zelda abhängig ist. Deshalb musste heute zu Hause sein, im Bett und Zelda spielen. Ich hab nichts dagegen. Sie soll sich ja ausruhen wegen, nach der OP. Und man kann die Zeit schlechter vergeuden. Falle vor. Oh, the man. Klick. Und du musst jetzt hier nicht meckern, ich habe nichts gesagt. I thought the shack would be abandoned, but it seems to be recently used. Einen zuverlässigen Dr. Teliron, ihr habt meine Göttlichkeit in Abrede gestellt, aber ihr wart weise genug, nicht meine Macht in Abrede zu stellen. Ich warte gespannt auf die Ergebnisse eurer Suche. Geduld war jedoch noch nie meine große Stärke. Ich hatte erwartet, dass es für einen so erfahrenen Forscher wie euch eine Angelegenheit von Wochen sei, Bracchus Rex rausfindig zu machen, nicht von Monaten. Ich habe euch Blutsteine von solch starker Macht überlassen, dass es kein Problem darstellen sollte, ihn ausreichend wiederzubeleben, um ihn zu befragen. Ich hoffe, dass ich es nicht bereuen werde, euch dies anvertraut zu haben, Doktor. Meine Nachforschungen taumeln immer noch interessante... Taumeln immer noch interessante und lang vergessene Pfade hinab. Nacht für Nacht versinke ich in esoterischen Büchern, überzeugt davon, dass mir eines davon die Lösung beschert. Das ewige Geheimnis. Wenn es gefunden werden kann, werde ich es finden. Ein monumentaler Tag. Ich bin auf ein Buch gestoßen, das die geheimnisvolle Mythologie dieser elenden Quellenmagierkönige enthält, die Rebellion fast ins Verderben gestürzt hätten. Diese Mythen, an die einst die einfältigen Bauern glaubten, wurden schon vor langer Zeit aufgegeben. Dennoch nahm ich mir vor, bei meinen Untersuchungen jeden einzelnen Stein umzudrehen. Das Buch sah aus, als ob es dieselbe Behandlung erhalten hätte wie der barbarische König Bracchus. Ausgepeitscht, verbrannt, im Wind baumeln gelassen und hastig vergraben.
In dem alten Schinken, dem Buch der Makellosen, wurde eindringlich behauptet, dass der Sternstein ein kleiner Kristall mit der Essenz des Lebens getränkt werden könne, um zur Heilung von Menschen benutzt zu werden, selbst wenn sie sich am Rand des Todes befinden. Zuerst tat ich das als Aberglaube ab, doch als die Stunden voranschritten, wurde der Gedanke immer glaubhafter. Diese Steine, meistens sind es nur Bruchstücke, tauchen in mehreren Mythologien auf. Mal sind es die gefallenen Tränen des Allmächtigen, mal die abgewiesenen Sterne des Kosmos. Doch sie scheinen ihren Ursprung immer in einer anderen Welt zu haben. Zum Glück war es nicht sonderlich schwierig, an einem Sternenstein zu gelangen. Ich riss ein Stück in der Länge meines Fingers von einem alten Dolch ab, der seinen Weg über mehrere Generationen von Aschnitors zu mir fand. Ich untersuchte das Bruchstück eingehend, konnte mit bloßem Auge aber keine besonderen Eigenschaften feststellen. Die Anweisungen des Buches waren eindeutig, befolgte sie genau. Es war kein Vergnügen, einem vom Bertias panischen Hehen die Kehle aufzuschlitzen. Aber als ich danach einen Sternstein in der Hand hielt, dessen Farbe sich von einem dumpfen Blau zu einem tiefen satten Rot änderte, und der in meiner Hand zu pulsieren und zu leben schien, da verschwand das unangenehme Gefühl sofort. Blutstein. Da ist das alles mit der Botin der Göttin auch drin. Und dass Brakus halt zu denen gekommen ist. Danke fürs Twitch Prime Abo. Amikolos. Da ist noch ein Brief an ihn. Ich schicke euch ein neues Lärmmädchen. Das Thema so mächtig wie ihr, aber der Schein kann trügen und ich will keinen Aufsehen erregen. Kommt nicht vom rechten Weg ab, Doktor, oder ihr findet euch in einer sehr misslichen Lage wieder. Brakus Rex wird aufs Neue das Licht des Tages erblicken. Hier haben wir schon getötet. Well, I was really hoping to find something better. It's locked. Damit aktiviere ich, glaube ich, die Falle wieder. Ah nee, wofür ist der Hebel da? I think I'll stay off that particular device. Ach, das ist die Hütte des Totengräbers, theoretisch. Mach ich die halt kaputt. Und du musst dich noch ein bisschen gedulden. Ich dachte, das wäre die Hütte von dem Heiler. An die Mittleren der Göttin oder wie auch immer ihr euch nennen, immer, mein Gott, wie auch immer ihr euch zu nennen beliebt. Es hat einige Zeit gedauert, aber ich habe mein Versprechen beinahe erfüllt. Ich habe Brakus Rex gefunden und ich bin bereit, ihn wieder zum Leben zu erwecken. Sobald ich die von euch gewünschten Informationen erhalten habe, werde ich euch umgehend schreiben. Wenn ihr wünscht, zu seinen sterblichen Überresten zurückzukehren, müsst ihr den Weg kennen. Ihr müsst wie folgt vorgehen. Betretet die alte Kirche am Stadtrand von Caesar. An vieren ihrer Wände findet ihr Gemälde. Das haben wir übrigens alles so rausgefunden. Die Barriere könnt ihr mit eurem Amulett deaktivieren. Ich habe gehört, welches Schicksal die weiße Hexe ereilt hat. Ich verspüre keinerlei Verlangen, euch zu hintergehen, so wie sie es getan haben muss. Ich bin nicht wie eure Schwester. Ich werde euch in dieser Angelegenheit nicht enttäuschen. Bis bald.
Doch, das war das Tagebuch vom Theoliron, vom Heiler. Oder der im Lazarett gearbeitet hat. Das sind ja alles Informationen, die bringen uns schon nichts mehr. Danke, Schwally, fürs Folgen. Vielen Dank. Und willkommen. I sense the Trapper has been at work here. Take care. Juhu, Dietriche. Nein, nicht den teuren Pfeil. Den einfachen Pfeil. Mag ja sein, dass du eine Falle gesehen hast. Careful now, that's trap. Oh, du Idiot, ey. Du läufst jetzt alleine hier rum. Die KI ist manchmal zu doof, fallen. I'm on fire! Dumm gehen. Explodiert das jedes Mal, wenn ich das berühre? Into the fray once more. Du hast doch ein Schlösserknack-Kit aufgenommen. Wirklich? Schlösserknack in 3 ist zu niedrig. Oh no. Toll, grüne Stofffarbe. Hm.